Hier gibt es einfach mal eine kleine Übersicht von den Büchern, die 2018, 2019 von mir erschienen sind. Und das ist zum einen Mein Sommer am Steg. Das ist mein erster spiritueller Liebesroman, der ein besonderes Happy End hat. Also es ist kein stinknormaler Liebesroman, der am Ende einfach nur als Happy End endet, sondern es hat ein spezielles Happy End und deshalb ist es auch ein spiritueller Liebesroman und vor allem ist diese Geschichte eine wahrhaftige, persönliche Geschichte, die wirklich so passiert ist. Dann gibt es noch mein zweites Buch, das heißt Die Heilung einer Mutter durch ihre Tochter. Hier habe ich Gedichte von mir verewigt, die auch 2017, 2018 von mir geschrieben wurden und die mir sehr viel bedeuten, weil sie einen besonderen Heilungsprozess von mir verdeutlichen. Und diese Gedichte sind nicht irgendwelche Gedichte, sondern es sind wirklich Gedichte, die Situationen aus dem Leben beschreiben, die vielleicht nicht immer so toll laufen oder wo wir manchmal verzweifelt sind oder traurig. Und vor allem gehen diese Gedichte tief. Aber es sind auch lustige und schöne Gedichte mit dem Buch, zum Beispiel ein Gedicht, da geht es um Katzen, was mir Katzen bedeuten und warum ich Katzen so wundervoll finde. Und auch berührende Gedichte, die einem einfach Mut machen, die einem wieder Kraft geben und die einen wieder stärken. Und dann sind noch zwei besondere Handwriting-Books von mir entstanden. Das sind spezielle Workbooks für Frauen. Das heißt, mit diesen zwei Büchern kann man wirklich speziell seine Selbstliebe im Alltag trainieren. Für alle, die wirklich sagen, ich möchte meine Selbstliebe trainieren, ich möchte etwas für meine Selbstliebe tun, da ist dieses Buch oder diese Bücher wirklich speziell für das gemacht worden von mir persönlich. Ich habe mir die wirklich selber ausgedacht. Das ist wirklich meine Art zu schreiben und auch die ganzen Wolken, die ich reingemalt habe, das Layout, das ist wirklich so, wie ich auch im Alltag manchmal bestimmte Schriftstücke anfertige. Und das ist total natürlich und persönlich von mir gestaltet worden. Und da gibt es zum einen die Morgenroutine für deine Seele und die Abendroutine für deine Seele. Und die beiden Bücher unterscheiden sich ein bisschen voneinander und haben auch jeweils eine spezielle Wirkung, die du im Alltag eben trainieren kannst. Bei der Morgenroutine geht es eben darum, bewusst in den Tag zu starten, bewusst deine Gedanken und Gefühle aufzuschreiben und dich bewusst für eine Einstellung am Tag zu entscheiden, damit du die Treue zu deinem Herzen stärken kannst. Und in der Abendroutine geht es speziell darum, dankbar für den Tag zu sein, dir ein liebevolles Kompliment zu machen und wirklich aufzuschreiben, was du an diesem Tag klasse fandst und wirklich mit einem positiven Gefühl den Tag abzuschließen und dann ins Bett zu gehen und einzuschlafen. Die Workbooks sind speziell an Frauen gerichtet und sind auf 3 Monate ausgelegt. Wenn du die Bücher nochmal nachschlagen möchtest oder die Leseprobe finden möchtest, dann findest du alle Infos in der Infobox. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lesen. Ich wünsche dir vor allem, dass dich das, was ich hinaustrage, in die Welt berührt und dass es dein Herz öffnet. Jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit mit dir selbst. Mach's gut und bis bald.